Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Mind in der Haut von Simon. Desintegrierung erscheint Wir mir dürfen jetzt hier ein nicht bisschen rumlaufen. wünschenswert. Das ist ja auch mega Er hat cool, sich ne? befreit. Das ist gegen das Gesetz. Ich bin frei. Zurück in eure Arretierung. Alter, hab ich mich verjagt. Greifen die mich jetzt an? Ah, wahrscheinlich, weil ich da nicht durch darf, Sie ne? werden desintegriert. Wir müssen hier weg. Der Bot hat recht. Du brichst ein Botgesetz. Wohin? Verlass das Gebäude. Ich laufe hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht kann ich ja hier doch noch irgendwo Leute nochmal animieren, mitzukommen. Vielleicht, maybe, ne? Okay. Dann wird das da hinten wahrscheinlich auch nicht weitergehen, ne? Und hier sowieso nicht. Okay. Ich guck nochmal hier. Weil da sieht man das ein bisschen nicht danach aus. Okay. Ah. Was ist mit dem Jungen? Will er nicht? Der kommt nicht mit, ne? Dann würde ich sagen, wir betätigen mal den Aufzug untersuchen. Security Level X, Zugriff nur für die autorisiertes Personal, Aufzug rufen. Und na klar fahren wir alleine hoch. Alles klar, Herr. Direktive. Aufständische Bots vernichten. Alle übrigen desintegrieren. Okay, sind wir jetzt in einer Art Schutzraum? Bunker? Wir fahren irgendwo hin, ne? Nee. Okay, das sah nur so aus. Was ist das? Kontrollsystem. Nur für autorisiertes Personal reden können wir mit niemandem. Let's go. Mal sehen, ob ich die Wächterdrohnen von hier aus abschalten kann. Nein, kein Top-Level-Zugriff. Unmöglich. Wir sind verloren. Moment, diese Fertigungslaser kann ich übernehmen. Was soll das bringen? Vielleicht kann ich damit den Weg freimachen. Okay, also wieder so eine Mechanik wie bei der Disco. Ziemlich nice. Mega. Aber ich sehe hier gerade gar nichts. Ja, es funktioniert. Noch eine Drohne. Base 5. Sektion B. Drohne, Sektion C. Oh nein. Gar nicht so einfach. Okay. Wir sind unter Beschuss. Base 5. Jetzt verstehe ich das alles gleich. Boah, lol. Okay, es ist coole Mechanik. Ja, auch dafür, dass es eigentlich so ein Point-and-Click ist, eigentlich. So ein typisches Daedalic-Game. Das ist trotzdem ziemlich cool gemacht. Sektion B. Drohne. In Sektion C brauchen Sie Hilfe. Hui. Ist echt cool gemacht. Wir sind unter Beschuss. Sektion C. Noch eine Drohne. In Sektion C brauchen Sie Hilfe.
Drohne, Sektion B. Wir sind unter Beschuss. In Sektion C brauchen Sie Hilfe. Ja, es funktioniert. Noch eine Drohne. Wie lange sollen wir das jetzt so ungefähr durchhalten? Sektion A ist wahrscheinlich gar nichts mehr los jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Für die Freiheit eine Trophäe gekriegt. Nice. Das müssen die letzten gewesen sein. Du hast die meisten durchgebracht. Gut gemacht. Kommt, verschwinden wir hier. Da vorne, da geht es raus. Hat auch gerade so ein bisschen Detroit Become Human Flair, ne? Muss ich echt zugeben. Echt cool gemacht. Und nun? Wo sollen wir hin? Was sollen wir jetzt tun? Ihr könnt jetzt tun, was ihr wollt. Ihr seid frei. Das ist nicht vorgesehen. Dafür habe ich keine Prozedur. Dann sollten wir eine entwickeln. Wir sollten zurückgehen. Macht, was ihr wollt. Ich gehe jetzt. Passt auf euch auf. Er kommt nicht weit. Wenn die wüssten, wie weit er doch gekommen ist. Endlich mal New York. Cool. Okay. Ist nicht so viel los in der Medica, aber die Caps sind cool. Ah, da sehen wir Pretty Woman. Auch Wish bestellt. John? Nein, das ist... Alles in Ordnung? Ja. Das muss Richards Sohn sein. Wie heißt du, junger Mann? James. Sehr gut, James. Ich bin Simon. Ich dachte, ihr habt keine Namen. Ich habe einen bekommen. Von Jeff. Er hat mich assembliert. Warum ist er allein? Was machst du hier unten, James? Wo sind deine Eltern? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Oh. Du bist weggelaufen? Wo wolltest du hin? Ich weiß nicht. Und wo wohnst du? Am West Plaza. In Berlin. Was ist denn so schlimm gewesen? Ich meine, dass du weglaufen musstest. Mein Dad hasst mich. Aber nein. Bestimmt nicht. Mom will mit mir wegziehen, weil er sie betrügt. Ich verstehe. Tu nicht so, du verstehst das überhaupt nicht. Du bist verwirrt, junger Mann. Du solltest hier nicht allein sein. Du brauchst einen Freund.
Ich passe auf dich auf. Komm jetzt. Komm. Verständlich, verständlich. Richard ist nicht das Gelbe von Ei. Schach und Matt. Herzlichen Glückwunsch, James. Ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad um weitere 10%. Dein Vater kommt. Oh nein, er mag Bots nicht. Mach irgendwas, Simon. Zeig ihm, dass du gut bist. Das habe ich mir gedacht. Spielt er Morgell? Ich sehe, was das ist. Großartig, Tracy. Ganz toll. Oh. Das schenkst du ihm also. So eine Missgeburt. Aber Dad, Simon, Alter. Tu irgendwas. Richard. Nichts, Richard. Ich will, dass das Ding hier verschwindet. Sofort. Guten Abend, Richard. Ich bin Simon, ihr Base 5. Nun beruhig dich doch erstmal. Mom? Weg da. Ich will diesen künstlichen Schrott hier nicht haben. Aber Sir, Miss Tracy hat... Ist schon okay. Das ist Frankenstein-Zeug. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Seid ihr verrückt geworden, oder was? Mom, sag ihm doch... Komm, James, wir gehen in dein Zimmer. Nein! Meine Frau, mein Sohn. Ihr seid doch besessen von diesem Mist. Wie alle anderen auch. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein Essen assembliere? Das ist nicht menschlich, versteht ihr? Das ist künstlich. Es lebt nicht. Es ist falsch. James ist unser Sohn, Richard. Willst du nicht, dass er glücklich ist? Ach komm, unser Sohn. Wenn ich das schon höre. Er ist dein Sohn, ja. Ich darf hier nur das Geld verdienen für deinen... für euren ganzen... Sprich ruhig weiter. Und du? Warum läufst du weg? Ich hab gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Sie haben ihn allein gelassen. Na, ja, ich hab das alles so satt. Ich hab's auch satt. Das kannst du mir glauben. Na, macht, was ihr wollt. Ich fahr zurück nach New York. Schade, ich hab nach was gesucht, wo man ihn vielleicht beruhigen könnte, aber war leider nicht möglich. Aber Hauptsache, dieses Still Alone ist immer noch da. Lebt der Mann noch in den 20ern? Schau dir diesen Mist an. Dr. Sykes? Sir, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie dieses Grundstück widerrechtlich betreten. Gastfreundschaft, mein Lieber. Was macht er in Richards Wohnung? Sir, Mrs. Nolan hat mich beauftragt... Mrs. Nolan ist weg. Haben wir ein Problem, Base 5? Sir, ich fürchte, ich muss darauf bestehen, dass Sie die Wohnung verlassen. Kein Wunder, dass wir deine Baureihe ersetzen. Komm, spiel uns was auf dem Ding da drüben. Na los. Spiel. Nö. Alter, die sind jetzt hier einfach eingebrochen. Das heißt, kann ich ja bauen? Geht das? Hier geblieben, Base 5. Alter. Okay. Kann ich Schach spielen? Mit dem Base 5 stimmt was nicht. Oh. Schade, dass man gezwungen wird, irgendwas zu spielen. Komm, dann spielst du jetzt das hier. Das Lab ist vorbereitet. Liefert Nolan bei Carter ab. Ich muss zurück nach New York. Es geht mich ja nichts an, Doc, aber warum ausgerechnet Richard Nolan? Die KI braucht eine Bezugsperson. Jemanden, dem sie sich öffnet. Er wird natürlich modifiziert. Und Nolans Frau?
Nicht mehr zu gebrauchen. Ich hab's denen gesagt. Diese Fremddatensache ist russisches Roulette. Aber Kurtz musste der Dame ja unbedingt eine neue Vergangenheit schenken. Tja, neu hat sie bekommen. Und die glauben, Nolan lässt sich überzeugen? Wir werden sehen. Wenn er seine Familie wirklich vermisst, haben wir eine Chance. Und wenn nicht? Das Narkotikum. Er kommt. Tracy? James? Wer sind Sie? Mr. Nolan, keine Angst. Bitte, setzen Sie sich zu uns. Was machen Sie in meiner Wohnung? Sir, ich glaube, diese Männer wollen... Du hältst die Klappe! Das genügt, Base 5. Schalt den Bot ab, Quinn, und lösch seine Aufzeichnungen. Ich will jetzt wissen, wer Sie sind. Wo ist mein Sohn? Sir, ich... Alter, okay, ich glaube, wir sind jetzt wieder in der Haut von Adam. Wow. Ich hatte dir neue Daten geschickt. Hast du sie bekommen? Ja, habe ich. Na und weiter? Was hast du erlebt? Ich habe Bots gesehen. In einer Fabrik. Bots? Das ist seltsam. Deine Frau war auch dort. Mit Dr. Kurtz. Was? In der Fabrik? Adam, welche Fabrik? Wo? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was ist denn? Ist was passiert? Dieser Junge, James, er war allein. Nur ein Bot war bei ihm. Wieso lassen Sie ihn so allein? Wen meinst du? Tracy und mich? Nein. Wen denn dann? Er war ganz allein. Sie gehen zu weit. Das alles geht zu weit. Bitte, Adam. Was hat Tracy gesagt? Hat sie über einen Upload gesprochen? Keine Anrufe mehr. Und halten Sie sich von meinem Sohn fern. Er ist nicht dein Sohn. Er muss wieder nach Hause. Er braucht seine Eltern. Er hat seine Eltern. Hat er nicht. Es ist sein verdammtes Recht, mit mir zu sprechen. Und es ist auch mein Recht. Jetzt reicht's mir aber. John ist mein Sohn. Er lebt hier bei mir. Alles andere sind Hirngespinste. Du weißt genau, dass es wahr ist. Und selbst wenn. Davon muss es noch lange nicht richtig sein. Adam, hör mir zu. Ich habe zugehört, Richard. Lange genug. Du bist ein Lügner. Ein Ehebrecher. Und du bist kein Vater. Das alles hat absolut nichts mit mir zu tun. Selbst dieser Bot, Simon. Simon? Der Bot hieß Simon? Ich hol jetzt meinen Sohn da raus. Adam! Schluss jetzt damit. Ich muss jetzt los. Okay. Wir haben neue Holo-Pinwand-Einträge. Oh, wir können jetzt nicht wechseln. Oh, schade. Ich glaube, das ist neu, ne? Marsflüge. Hatten wir schon. Ich glaube, nur das war neu. Schade. Oh, ich wollte gerade Charakter wechseln. Ich hoffe, das geht noch. Sally! Du hast mich zu Tode erschreckt. Tut mir leid, Adam. Was ist denn? Etwas stimmt nicht mit mir. Meine Hände. Das sind nicht meine Hände. Ich hatte andere Hände. An dieser war ein Ring. Sally? Ich glaube, ich habe etwas Schreckliches getan. Sally! Was macht Sykes mit meinem Sohn? Du hast keinen Sohn, Adam. Raus. Raus hier. Sofort. Am besten du schaltest dich ab. Ich muss sofort zu John. John ist gerade in einer Untersuchung. Okay, die hat sich wirklich abgeschaltet. Dann auf zum Klinik.
können wir auch mit der Hochbahn fahren, würde ich sagen. Müssen wir nicht immer mit dem Kevin Car fahren. Wir fahren mit der Kevin Car. Okay. Merkwürdig, warum das nicht ging. Mal gucken, geht das? Hä? Das geht? Okay. Hä, warum ist denn das ausgegraut? Ein Fehler? Oder? Keine Ahnung. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Willkommen zurück, Mr. Newman. Ich will zu John. Jetzt! Das geht nicht. Ihr Sohn ist in einer... Schon klar. Okay. Ist der jetzt überall? Sir, Sie können da nicht rein. Das werden wir sehen. Komm, kann ich da jetzt rein? Nee. John! Sir, ich muss Sie bitten. Hä? Wo hat er denn das Kind hingelassen? Sykes. Sir? Sie können jetzt nicht zu Sykes. Ihrem Sohn. Dr. Sykes ist leider beschäftigt. Mr. Newman? Die Drohnenschächte. Oh, jetzt habe ich gar nicht untersucht, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Können wir hier durch? Nee, na? Nope. Okay, dann fahren wir mal durch die Absinken. Was haben wir denn da? Sterben wir? Oh, Alter, das sieht ja richtig in die Augen. Holla, die Waldfee. Aber cool gemacht auch wieder. Vermeide die anderen Drohnen. Oh. Okay, die fahren hier fahren hier an Patrouille. Corrupted Messenger detected. Potential bug. Fuck! Hä? Gleich jetzt, wenn der da abbiegt? Corrupted Messenger detected. Okay, vielleicht ganz schnell. Vielleicht hat man da einen sehr kurzen Zeitfenster. Schon aufhängend nervig, ne? Corrupted Messenger detected. Corrupted Messenger detected. Potential bug. Potential bug.
Corrupted Messenger detected. Ich verstehe das nicht. Ah, jetzt fährt er wieder zurück. Ah, okay. Denk mal, wir kommen hier nirgends durch, ne? Nope. Okay, wir können nur geradeaus. Zum Teufel. Was ist los? Keine Ahnung. Warum wacht er auf? Ich weiß es nicht. Revert! Sofort alles umkehren! Wir haben ihn verloren. Ich habe denen gesagt, dass das so rum nicht funktioniert. Er wusste, worauf er sich einlässt. Mach Pause. Ich kümmere mich um den Bericht. Was machen Sie mit den Leuten? Okay. Corrupted Messenger detected. Potential bug. Es könnten ja auch Entwickler sein, ne? Wäre ziemlich cool. Von RN. Zielkörper A19, Adam Newman. T112. G14. C15. Potenz 45. Was sehen Sie, Mr. De Palma? Schwarz. Blau-schwarz, um genau zu sein. Nächster. A19. T112. G14. C15. Potenz 49. Und jetzt? Was sehen Sie jetzt? Blau. Kobaltblau. Oder Aquamarin. Schon viel besser. Bitte bleiben Sie noch eine Weile sitzen. Ich hoffe mal, dass es hier richtig ist. Und da wären wir. Home Sweet Home, Dr. Kurtz. Oh,
Die Prozedur ist immer noch inakzeptabel. Geburten sind nun mal schmerzhaft. Ja, das müssen wir ändern. Die Station im Dome wird den Transfer beschleunigen. Governor Kane. Und? Es gibt Probleme. Richard Nolan. Was ist mit ihm? Er lebt. Er hat sich reorganisiert. Ausgeschlossen. Sein Behälter wurde bei dem Anschlag vernichtet. Er ist vorher entkommen. Er läuft seit Tagen in Berlin herum, sucht seine Familie. Er muss sofort neutralisiert werden. Und ich möchte jetzt einen vollständigen Status hören. Was macht die Drohne hier? Valerie? Bist du das? Okay, um Nolan werde ich mich kümmern. Wir haben jemanden, der uns dabei unterstützen kann. Eine unserer Kopien hat Kontakt zu ihm. Ihre Zeit läuft ab. Vielleicht lässt sie sich auf einen Handel ein. Governor Kane ist Raymond Kurtz. Ich würde sagen, das erfahren wir in dieser Folge von State of Mind.